Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem zweiten Account. Ja, von Rettet die Welt. Ja, ich habe hier einen zweiten Account, aber darum geht es ja heute nicht. Heute geht es um das Update, was reingekommen ist. Was Rettet die Welt sehr, ja, weiß nicht, ob es interessant gemacht wurde oder sonstiges. Naja, wir reden erstmal darüber. Also, was hat denn Epic Games gemacht in Rettet die Welt? Dass sich vielleicht einige beschweren könnten. Und zwar, sie haben dafür gesorgt, dass man Lamas nur noch mit Röntgen-Tickets kaufen kann. Ausgenommen von den Event-Lamas natürlich. Aber hier könnt ihr sehen, man kann nur noch Röntgen-Tickets benutzen. Man kann keine V-Bucks mehr ausgeben. Ich habe hier zum Beispiel auch am Anfang zwei Gratis-Lamas bekommen. Die kann man dann auch öffnen. Das sind ganz normale Upgrades zu Lamas, die man hier erhält. Und ja, doch, das ist ordentlich. Ich glaube, Deckenzapper habe ich noch gar nicht auf den Account. Ist also ganz nett, was Epic Games uns hier gegeben hat. Natürlich haben wir hier 1000 Röntgen-Tickets am Anfang auch bekommen, um einen Treuschatz-Lama zu kaufen. Oder einen Fernwaffen-Lama. Was man natürlich dann auch nochmal überlegen kann. Deckenzapper werde ich. Der ist zwar richtig krass geperkt, so, aber ich brauche eigentlich Bodenstacheln. Ich habe schon ordentlich Bodenstacheln, können wir, naja. Ist halt so. Und ja, wir werden uns jetzt. Ich hätte das nicht machen sollen. Naja. Wird auch wieder verwertet. Und wir werden jetzt einfach mal kurz anschauen, was denn die Aufträge so haben. Denn die wurden auch ein bisschen geändert. Und zwar tägliche Aufträge als auch V-Bucks-Missionen, die man erhalten kann. Für Gründerpakete, Leute natürlich. Die erhalten auch noch Röntgen-Tickets dazu. Das heißt, nicht nur die V-Bucks werden erhalten, sondern auch Röntgen-Tickets bekommt man dort. Ist also eine ganz nette Sache. Das heißt, die V-Bucks sind nicht weg. Das heißt, immer noch können Leute V-Bucks erfarmen und die halt das Röntgen, die Gründerpakete gekauft haben. Ist also ganz nett. Und natürlich auch die Leute, die jetzt hier im Shop sind, haben die Möglichkeit, V-Bucks zu erhalten, aber nur noch durch das Fortnite Mech Pop Paket, das gesagt, die Pakete, die man jetzt bekommt, wenn man RDW kauft. Ja, dort bekommt ihr 1500 V-Bucks. Dafür müsst ihr aber eine Sache gemacht haben, und zwar, um das freizuschalten, müsst ihr mindestens in Steinwald, also in der ersten Zone, müsst ihr in euren Hauptsturmschild Level 3 sein, im Sturmschild, also Sturmschildverteidigung 3 abgeschlossen haben, um diese 1500 V-Bucks zu erhalten. Ist also ganz nett, was man da machen kann. Man bekommt nur noch einen Skin, man bekommt keinen Helden mehr. Das hat Epic Games jetzt so gemacht. Ist vermutlich auch die beste Möglichkeit, ich glaube, Pop zu irgendwas zu machen. Keine Ahnung. Übrigens, Pop war kurzzeitig mal in den Neuigkeiten mit drin gewesen. Haben sie wahrscheinlich auch wieder schnell rausgenommen. Naja, was Epic Games noch gemacht hat, deswegen steht auch der Titel dort, dass Epic Games ein Ehrenmann ist, Ehrenupdate. Und zwar, sie haben etwas getan, was ich, wie gesagt, nicht für Möglichkeiten habe. Generell größere Firmen, also Spielefirmen, die wollen ja, wie gesagt, Geld verdienen und interessieren sich meistens nicht für irgendwelche Konflikte in der Welt. Aber hier hat Epic Games sich was gemacht. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir im 20. Jahrhundert leben. Naja, also, was hat Epic Games denn gemacht? Naja, vom 20. März, also wo das Update rauskam, bis zum 3. April 2022 natürlich, haben sie sich entschlossen, dass in diesem Zeitraum alle Einnahmen, die durch Fortnite erzielt werden, gespendet werden für die Kriegsopfer der Ukraine. Also richtig Respekt, wie gesagt, dafür, was sie dort machen. Das werden übrigens nicht direkt dorthin geschickt, sondern das wird auf einige Hilfsprojekte, wie gesagt, Hilfsorganisationen, die sich damit mehr auskennen als Epic Games natürlich, wird dort Geld hingeschickt. Ihr könnt das übrigens alles nachlesen. Das wird hier, wie gesagt, dauerhaft angezeigt bis, glaube ich, zum 3. April. fn.gg/ukraine. Da könnt ihr reingehen, raufgehen. Der steht natürlich auf Englisch da und könnt dann euch das nachlesen, wo das denn hingeht und was dort gemacht wird. Wie gesagt, sehr viel Respekt erstmal an Epic Games, denn ich sag mal so, am Season Start payen die ganzen Leute eigentlich den Battle Pass komplett durch oder auch kaufen sich mit Geld den Battle Pass.
Und da ist es natürlich ganz nett, dass Epic Games das so, also am Start von jeder Season ist es eigentlich so, dass Epic Games sehr viel Geld verdient. Also ja, wie gesagt, sehr viel Respekt daran. Und ja, das wäre es dann auch mit dem Update. Ich hoffe, wir bekommen jetzt demnächst noch mehr Updates, weil diese Updates sind schon, ja, sehr schön. Ich werde jetzt weiter noch mit meinem zweiten Account ein bisschen spielen. Muss hier noch ein paar Aufträge abschließen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, was auch immer ich mache. Bis dahin, Leute, und ciao.